Hallo, meine Lieben. Ja, ich habe mir überlegt, ich möchte gern einen Planer machen, und zwar für meinen YouTube, weil ich oft das Problem habe, dass ich so ein bisschen planlos bin. Also ich mache halt Videos immer so, wie ich Bock habe, und eigentlich ist das ja auch gut so und richtig so, weil es soll ja auch Spaß machen. Aber ich möchte auch so ein bisschen Konzept dahinter haben. Also ob ich das wirklich so komplett durchziehe, kann ich nicht versprechen, weil ich bin eigentlich überhaupt nicht der Planertyp und bin überhaupt nicht so, dass ich gern ja, mich hinsetze und mir im Kalender irgendwelche Sachen abstreiche oder so. Ich habe mein Handy, da habe ich alle Termine drin, die wichtig sind. Facebook erinnert mich, wann wer Geburtstag hat, und merken kann ich mir Geburtstage nämlich auch nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, komm, dieses Jahr versuchst du mal ein bisschen strukturierter zu sein. Und ja, also theoretisch möchte ich das Ganze hauptsächlich für YouTube machen, aber auch so ein bisschen für mich persönlich. Zum Beispiel, also ich habe mir jetzt viele Ideen und viele Anregungen geholt in verschiedenen Videos bei Pinterest und so weiter, was man alles so machen kann mit so einem Journal. Und ja, ich hab mich jetzt entschieden, hier erstmal so ein ganz stinknormales, billiges Schulheftchen hier zu nehmen. Keine Ahnung, hat jetzt 59 Cent oder so oder 49 Cent gekostet, ist sogar noch ein Löschblatt mit drin. Und ja, ich hatte ja hier diese beiden Teile gekauft, und da will ich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen quasi einen Kalender, also so einen Planer machen. Ich möchte aber auch ein paar andere Sachen mit reinbringen. Also ich möchte zum Beispiel ein, wie heißt es noch gleich, Habit-Tracker mit reinmachen, also wo ich manche Sachen so ein bisschen reflektieren kann. Und da habe ich auch im Internet verschiedene Sachen gefunden und habe dann mir bei, na sag doch schnell, bei Photoshop mir sowas kreiert hier, und dann habe ich hier quasi so einen Zirkel, und hier kann ich mir dann verschiedene Sachen hineinschreiben, und hier habe ich dann 31 Spalten, und die kann ich dann immer bunt anmalen für jeden Tag, also für jede Sache, die ich mir hier eintrage, für jeden Tag eine bestimmte Farbe. Und dann könnte ich mir zum Beispiel hier oben den Habitat-Tracker hineinkleben und könnte dann hier unten zum Beispiel einmal so mit Stichpunkten, also so Kästchen vielleicht mit Farben, und dann immer dahinter schreiben, welche Farbe eigentlich was bedeutet. Habe ich das jetzt an dem Tag gut erfüllt oder habe ich das vielleicht ganz schlecht gemacht oder. Und ja, mit diesen Dingen hier kann man halt dann super viele Sachen reflektieren. Und das ist jetzt nur eine Variante. Also ich habe bei Pinterest da echt zig Varianten gefunden. Also einfach nur Kästchen, dann sowas in dieser Art. Was ich ganz cool fand, und das werde ich wahrscheinlich als Stress-Tracker benutzen. Und zwar müsst ihr euch das vorstellen, so wie Bienenwaben, die dann immer so aufgemalt sind. Und zwar 31 Stück hier so aneinander immer gereiht. Also ich weiß nicht, wie ich euch das gerade erklären kann am besten. Sagen wir mal, das hier wären jetzt diese Bienenwaben. Und dann kommt halt einer hier hin, einer hier, einer hier, einer da. Und dadurch ergibt sich dann so wie so ein Mosaikbild. Und die sind halt am Anfang einfach schwarz-weiß. Und das kann man auch mit Kreisen machen oder was weiß ich, ist ja völlig egal, jetzt habe ich mich hier wieder eingesaut von den Dingern, was für ein, na sag doch schnell, was für ein Gerüst man da jetzt nimmt quasi, ob es jetzt ein Kreis ist, ein Viereck oder was auch immer, das ist wurscht. Es kommt halt am Ende einfach nur darauf an, dass man dann eben auch vielleicht in Kästchen wieder ausmalt mit verschiedenen Farben. Wie stark war ich an dem Tag gestresst? Und dann kann man das eben in der Farbe ausmalen, und am Ende ist das dann eben schön bunt, so wie ihr es hier jetzt auch schon seht. Und ja, das sind halt so ein paar Ideen, die ich so gefunden habe, die mir gut gefallen haben. Und ja, man muss mal immer gucken, womit hat man selbst theoretisch gerade so ein bisschen zu tun oder worüber denkt man nach und was beschäftigt einen, was ist wichtig. Und ja, im Moment ist das für mich halt eben YouTube, dann aber auch,
meine Planung, wie teile ich mir meinen Tag ein? Weil oft ist es so, morgens ich stehe auf, ich kümmere mich erstmal um meinen Hund, dann kommt mir eine Idee, dann setze ich mich sofort an YouTube und mache irgendwas oder bastel irgendwas oder was auch immer. Und ja, das ist ja im Prinzip auch nicht schlecht, aber ich möchte eigentlich so einen wirklichen Baukasten, sage ich jetzt mal, haben, wie mein Tagesablauf so ein bisschen strukturierter ist. Also, dass ich nicht einfach immer alles nur so dahin mache, sondern dass ich wirklich so ein bisschen sage, okay, das ist jetzt so mein Ziel. Das möchte ich so ein bisschen, so eine Struktur in etwa möchte ich haben. Also ich möchte dann eben auch rechtzeitig ins Bett gehen und dann nicht bis nachts um 3 hier am Computer sitzen und Videos schneiden, weil ich halt vorher jetzt keine Lust hatte oder was. Klar wird das auch mal vorkommen. Das wird der Planer jetzt nicht komplett ändern. Aber so ein bisschen so eine Richtung. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr garantiert. Okay. Also ich habe, wie gesagt, mehrere Ideen, was ich so machen möchte. Ich möchte auch zum Beispiel eine Wunschliste machen. Ich möchte eine Liste machen, wo ich auf einer Seite sage, okay, ja, ich habe jetzt eine Wunschliste. Auf dieser Seite sind dann Sachen, die ich wirklich brauche. Beispielsweise, meine Kamera geht kaputt und ich brauche jetzt dringend eine neue, weil sonst kann ich keine Videos machen. Das wäre jetzt so eine, das brauche ich. Oder auf der Wunschliste dann vielleicht irgendwelche Materialien für Videos, zum Beispiel für meinen Mixed Media, was ich eben jetzt halt viel mache. Ich überlege eventuell auch eine Seite für Stampin' Up mit reinzubringen. Was sind eigentlich so meine Wünsche und Ziele mit Stampin' Up? Wobei Stampin' Up, muss ich ehrlich sagen, entwickelt sich gerade so ein bisschen in eine Richtung, dass ich gar nicht weiß, ob ich es überhaupt weitermachen werde. Muss ich ehrlich gestehen. Also ich bin da gerade so ein bisschen, ja, mit mir am Hadern. Ich weiß es nicht genau. Also es gibt wunderschöne Sachen von Stampin' Up. Ich bin auch immer noch überzeugt von Stampin' Up, von der Qualität und so weiter. Aber ja, es ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Es ist halt eben auch sehr kostspielig. Und wenn man das als Demonstratorin macht, dann hat man eben auch einen bestimmten Betrag, den man halt jeden Monat theoretisch, oder man hat immer 3 Monate Zeit. Oder so ein Quartal halt, wo man dann eben einen bestimmten Betrag dafür einkaufen muss. Und die muss man halt eben auch immer erfüllen. Und da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich im nächsten Jahr wirklich als Demonstratorin weitermachen möchte und dann halt in jedem Quartal immer so viel bestelle oder ob ich eben über andere Demonstratoren einfach bestelle und dann nur noch, wenn ich mir wirklich was wünsche, wo ich sage, okay, das ist total schön, das möchte ich unbedingt haben und das bestelle ich jetzt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Deswegen weiß ich noch nicht genau, ob Stampin' Up hier eine Seite bekommt oder nicht. Genau. Ja, und jetzt habe ich ganz viel geredet und ja, ihr wisst ja, mit dem Malen und so habe ich es nicht so. Also ich bin leider zeichnerisch nicht so begabt. Deswegen werde ich viel mit Stempeln arbeiten und ja, mit einfach irgendwelche Sachen, die ich mir halt reinklebe. Ich werde auch mal das ein oder andere selber reinmalen, aber ich denke, ich werde das meiste mit Stempeln machen. Und ihr seht ja auch schon hier, dass ich eben mit den Teilen hier mir dann auch meinen Tagesplan sozusagen machen möchte. Bei dem Wochending hier, da werde ich dieses Teil hier oben, glaube ich, abschneiden, weil irgendwie macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Tag und Datum und dann kommt aber ein ganzes Wochending. Das passt irgendwie nicht zusammen. Also wenn man hier jetzt vielleicht die Kalenderwoche reingeschrieben hätte, das hätte jetzt noch Sinn ergeben, aber ja, das Datum oder der Tag, keine Ahnung. Ja, man könnte hier jetzt das Datum tatsächlich reinschreiben von bis, dass das die Woche von bis ist und hier vielleicht die Kalenderwoche, aber dann müsste ich das hier oben ja auch irgendwie zumachen und was anderes hin und das weiß ich noch nicht, ob ich das so mache. Vielleicht wird sich es auch irgendwann ganz anders entwickeln, dass ich den ersten Monat vielleicht hier das benutze und dann später sage, nö, ich benutze die Sachen hier gar nicht mehr, sondern ich male mir da mein eigenes Ding oder zeichne mir mein eigenes Ding ein, das geht ja auch.
Also ich habe wirklich extrem viele und sehr schöne Sachen gesehen, wo Leute halt mit Planern was gemacht haben. Finde ich halt ziemlich gut. Was ich auf jeden Fall irgendwie noch reinmachen möchte, ist so ein Jahreszeitenbereich mit diesen vier Jahreszeiten, die wir haben. Und dann immer so Hauptziele. Also wie ich genau ich das gestalte, weiß ich noch nicht. Aber man kann ja ein Blatt super in vier Teile teilen. Und dann kommt halt Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und da werde ich dann die meteorologischen Jahreszeiten nehmen, also von 1. März bis 31. Mai und 1. Juni bis 31. August, 1. September bis 30. November und 1. Dezember bis 28. Februar. Also es geht dann immer schon so ein bisschen noch ins nächste Jahr auch hinein. Und da möchte ich mir dann so Hauptziele drauf machen. Also dann, was weiß ich, hier Frühling, irgendwas, was dann so ein bisschen, also gestaltungstechnisch so ein bisschen was zum Frühling passt. Und dann eben in Strichlisten oder mit Pünktchen davor dann halt so drei, vier Hauptziele, sage ich jetzt mal, die ich mir für diese Jahreszeit halt setze. Und man hat da ja immer so 3 Monate Zeit, um eben dieses Ziel zu erfüllen. Und das finde ich eigentlich ist eine ganz gute Sache. Genau, ich hatte erst überlegt, ob ich das Astronomische nehme, was dann ja wie die Sternzeichen ist. Und da habe ich gedacht, so, nee, irgendwie 21. März bis 20. Juni, da bist du immer so mittendrin. Das finde ich immer ein bisschen doof, aber wenn man so am 1. anfängt, finde ich es eigentlich ganz gut. Und es geht dann immer bis zum Ende von einem Monat. Und das finde ich von Zielsetzungen eigentlich schöner. Genau. So. Ja, und wie ich das Ganze gestalte, kann ich euch jetzt auch noch gar nicht so genau erklären. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier einfach so ein ganz billiges Heft genommen. Ich habe mir allerdings auch schon ein schöneres bestellt. Das soll auch morgen übermorgen ankommen. Und ja, da werde ich jetzt einfach mal gucken, wie ich das dann gestalte. Das ist dann so ein Heft mit diesen Pünktchen, wo du halt auf der Seite halt diese ganzen Punkte hast. Und dann kannst du da eben sehr frei gestalten. Du kannst trotzdem was malen, du kannst dich an den Punkten orientieren. Und ja, das fand ich richtig gut. Deswegen habe ich mir so ein Ding bestellt bei Amazon für knapp 6 Euro. Kann ich euch unten mal verlinken, wenn ihr da auch Lust habt, sowas zu machen. Und jetzt zum Jahresende finde ich, ist es auch immer ganz schön für 2019 dann jetzt eben anzufangen, sich das schon mal zu gestalten. Und ja, das ist ja auch so ein Teil, was sich ja auch entwickelt. Also man fängt ja mit dem 1. Monat an und dann geht es halt immer so weiter. Das macht man ja nicht auf einmal. Also ich werde jetzt auf jeden Fall anfangen, diese Seite und diese Seite hier werde ich noch nicht gestalten. Ich werde jetzt anfangen, indem ich mir hier quasi so eine Cover-Seite mache, wo ich mir dann eben mit 2019 was machen. Da habe ich mir schon was überlegt. Hole ich gleich von unten aus dem Drucker. Ich habe mir 2019 ausgedruckt und ich werde gleich gucken, ob es so hinpasst oder so. Mal gucken, weiß ich noch nicht genau. Weiß nicht, ob ich die Seiten auch manchmal so drehen möchte. Warum eigentlich nicht? Ich denke, ich werde das so machen. Und ich habe mir eben diese Zahlen in einer Schriftart, die mir gefällt, ausgedruckt. Werde die Zahlen einzeln ausschneiden und werde die mit einem Kleber, der nicht so super klebt, hier reinmachen. Vielleicht übertrage ich sie mir auch auf Krepppapier und ziehe das so ein paar Mal über meine Klamotten, dass das nicht mehr so dolle klebt. Und dann werde ich die Zahlen hier reinkleben und dann werde ich mit Hintergrund stempeln, ganz viele Sachen stempeln und dann werde ich hier diese Jahreszahl haben. Also damit fange ich jetzt gleich an und das mache ich mit euch gemeinsam. Okay, ihr Lieben. Ja, dann bis gleich. So, ja, ich habe mir jetzt meine Zahl hier geholt und mir das Kreppband hier schon mal vorgekramt. Und ich habe auch schon mal geguckt, also es passt gut hier drauf. Ich hatte es auch so ausgedruckt, dass es auf DIN A4 quasi ist. Also habe es dann auf die Hälfte der Seite gemacht. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, dass ich einen vernünftigen Anfang bekomme. So, jetzt habe ich es. Und das klebe ich mir dann einfach hier auf meinen Schreibtisch. Ich mache mir hier mal ein bisschen Platz. So ungefähr so lang, wie die Zahlen sind. Ich hatte auch gerade schon mal mein Kreppband
hier drüber gepackt, also hier die Rolle so hier drauf gepackt und geguckt, ob das passt. Und das passt tatsächlich von der Höhe gut. Und dann werde ich mir die Zahlen einmal kurz ausschneiden und dann hier drauflegen und dann quasi als Schablone benutzen. Meine Zahlen habe ich ausgeschnitten. Die Schriftart heißt übrigens Daniel, für alle, die es interessiert. Und ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich es aufmale oder ob ich einfach die Zahlen aufklebe und dann eben da drauf lasse. Und dann, ich muss es ja theoretisch sowieso nochmal ausschneiden, ob ich es jetzt aufmale oder nicht. Deswegen glaube ich, ich nehme mal hier einfach meinen Kleber und probiere mal, ob das hier auf dem Kreppband auf dieser Seite hier hält. Theoretisch müsste das ja halten, warum nicht? So, es muss ja auch nicht bombenfest sein, das soll ja nicht für immer halten, das soll ja jetzt einfach nur halten in der Zeit, wo ich das quasi als Schablone benutzen will. Und die müssen auch nicht hundertprozentig gerade sein, weil ich schneide die ja eh einzeln nochmal aus und lege die oder klebe sie dann in mein Büchlein. So. Hier noch ein bisschen verteilt werden. So, zack. Ja, und das passt hier jetzt echt ganz genau. Also, da habe ich hier jetzt richtig Glück gehabt. Also wenn ihr wollt, ich kann euch, kann das gucken, ich habe es glaube ich abgespeichert, ich kann es euch als Bilddatei sozusagen unten in die Infobox packen, dann könnt ihr es euch runterladen. Dann braucht ihr es einfach nur mit eurem Drucker ausdrucken. Ich glaube, direkt als Download kann ich es nicht reinmachen, aber ich kann es als PDF-Datei speichern oder ich kann einen Link auf meine Dropbox machen, dann könnt ihr es euch von dort runterladen, das geht. So, ja, jetzt haben wir das, dann fummeln wir das hier wieder ab. Ja, klebt noch nicht so ganz. Dann nochmal ein Männchen antrocknen lassen. Bei der 2 dürfte es aber schon einigermaßen gehen. So aufpassen, dass es mir nicht noch mehr zerreißt hier. Und dann kann ich das hier schon mal so ein bisschen zurechtschnibbeln. Ja. So, und da ist zum Beispiel wieder eine Sache jetzt von Stampin' Up, auf das ich auch wirklich nicht verzichten wollen würde mehr. Und das ist diese Schere hier, weil die ist echt Bombe. Also die schneidet super, die schneidet bis vorne in die letzte Spitze rein. Und ja, die schneidet, ob das jetzt dickes Papier ist oder dünnes Papier oder jetzt auch hier diese Klebedinger, also die schneidet wirklich toll. Ja, wie gesagt, ist ja nicht so, dass ich jetzt Stampin' Up nicht mehr mag oder so oder gar nicht mehr von Stampin' Up überzeugt bin, so ist es nicht. Ich weiß nur nicht, ob es mir persönlich das einfach noch wert ist, jeden Monat so viel Geld dafür auszugeben. Vor allem, weil eben ja Basteln und jetzt diese Papiersachen nicht mein einziges Hobby ist, sondern ich ja doch schon ein bisschen, ja, das ein bisschen weitergeht alles, auch jetzt mit dem Mixed Media und ja, alle möglichen anderen Sachen, die ich noch so mache. Ja, mal schauen. Ich bin mir echt noch nicht so ganz einig.
So, die zwei habe ich schon mal. Sieht schon mal gut aus. Ja, das ist auch gar nicht schlimm, wenn man da die ganze Zeit an dem Kleber rumpatscht, von dem Klebeband, und dass seine Klebeleistung ein bisschen verliert, soll es ja, es soll ja später das Papier nicht kaputt machen. Es soll ja wirklich dann nur quasi als Schablone dienen. Könnt ihr euch schon, wisst ihr schon, wie ich meine, wie ich das machen will? Garantiert, ne? Also ich klebe die halt auf, mache halt ringsrum dann lauter Stempel und male mir das dann noch bunt aus, und ja, alles was halt, wo die Zahl halt ist, das soll dann halt weiß bleiben. Also wie so ein Negativ quasi. So. Die Idee gefällt mir, ich weiß noch nicht, wie die Umsetzung nachher aussieht. Jetzt habe ich hier meine Zahlen soweit fertig, und jetzt gehe ich hier auf meinen Pullover, der fusselt auch ganz gut, und klebe hier so ein paar Mal die Zahlen da drauf. Fummel die hier wieder ab, so dass halt sich quasi die Fusseln von meinem Pullover auf das Klebeband so ein bisschen absetzen und dadurch die Klebewirkung so ein bisschen verlieren. So, das sollte hier auch schon gut sein. Jetzt gucke ich, dass ich hier so ungefähr, ich habe ja hier meine Linien, da kann ich ja ganz gut mich orientieren. So, die Linie so nach oben. So. Ja, und dann die 9. So, und dann habe ich hier mein 2019. Das hier, das klebe ich mir hier an den Rand. Vielleicht brauche ich es ja irgendwann nochmal. Ja, und dann gucke ich jetzt erstmal, ob mir das so gefällt vom Abstand. Ich finde, es kann noch ein bisschen weiter hier rüber. Und ihr seht, das geht ganz gut mit dem wieder ablösen. So. Ja, so finde ich es ganz nett. So lasse ich es jetzt drauf, und jetzt könnte ich hier halt einfach mit, na, sagt schön, mit Watercolors irgendwas machen oder mit Stempeln oder was auch immer. Wichtig ist halt, dass die Seite schon relativ voll wird, damit man am Ende dann eben auch die neuen, also die 2019 erkennt. Ja, ach, ich habe gerade eine Nachricht gekriegt, dass mein Art Journal verschickt wurde. Das ist auch schön. So, und ich hatte mir gedacht, so das hier, das passt so ein bisschen so zu dem Frühling, so, ne? Diese Häschen, und ja, die Sonne passt dann mehr später für den Sommer, weil man hat ja auch hier so vier Zahlen. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache mir das wirklich hier auch schon, wie es später dann nochmal sein soll für andere Sachen. Hier mit Frühling, Sommer, Herbst und Winter, und dass ich dann eben hier so ein bisschen jetzt in die Richtung gehe. Und hier für den Sommer werde ich nachher dann auf jeden Fall mir diese Sonne nehmen. Da muss ich mal gucken, das ist ja, da ist leider der Spruch schon drin, just for you. Ja, aber theoretisch, man erkennt ja, dass es eine Sonne ist. Ich werde noch mal gucken bei meinen anderen Stempelsets. Hier das hier für den Herbst dann, finde ich, ist es ganz passend. Ja, und jetzt gucke ich halt, was ich so für Stempelchen habe, die hier ganz gut zu meinen Sachen, die ich mir jetzt so in den Kopf gesetzt habe, passen. Ja, und das mache ich gerade mal. Ich suche gerade mal alles so ein bisschen hervor und mache hier mal kurz einen Cut. Ja, so, ich habe mir jetzt einiges an Sachen hergekramt, vor allem Stempel. Ich habe mir jetzt so ziemlich alle Stempel, die ich habe,
einmal vorgekramt, also einmal meinen Ordner, wo ich meine ganzen Stempel habe. Und hier habe ich zum Beispiel Blümchen drin, Schneeglöckchen. Die passen ja auch immer ganz gut zum, ja, zum Frühling theoretisch, aber auch noch zum Winter. Also die passen so ein bisschen zu beiden. Die sind halt ziemlich groß. Ich würde die jetzt einfach aufstempeln und dann ausmalen. Ja, und dann glaube ich, fange ich auch damit erstmal an. Ich will jetzt gar nicht so viele hier durcheinander schmeißen. Und ja, hier habe ich noch ganz viele Stempel, die ich noch gar nicht ausgepackt habe, die ich hier auch alle noch rumliegen habe. Und hier die Hasen zum Beispiel, die passen auch, finde ich, ganz gut zum Frühling. Und ja, der hier, der ist total süß. Ich glaube, den werde ich auch verwenden. Und dann hier so ein paar Schmetterlinge und so, wenn man dann auch das erste Mal ein paar Tierchen sieht. Und hier beim Frühling werde ich jetzt aber, glaube ich, einmal anfangen unten. Mir, ja, ihr seht, ich habe die noch nicht benutzt. Ich habe die noch gar nicht abgezogen hier. Geht ja beim ersten Mal immer ein bisschen schwieriger. So, und jetzt schnappe ich mir hier mal meine Stempelblöcke. Und guck mal, passt der hier drauf? Ja, der passt hier drauf. Und dann werde ich den ganz normal in Schwarz jetzt aber stempeln. Und ja, den dann später ausmalen. Wie, weiß ich noch gar nicht genau. Ja, und ich glaube, ich werde jetzt wieder Musik für euch laufen lassen. Und wenn ich zwischendurch Bock habe, was zu erzählen, dann erzähle ich es. Und ansonsten Musik. Ich hätte das natürlich gerne noch ein bisschen voller, aber ich denke, dass ich jetzt erstmal anfange mit ein bisschen malen, weil es ist ja natürlich jetzt auch alles ganz schön viel schwarz. Da kann man sich das alles vielleicht noch nicht so ganz vorstellen. Ich glaube, ich gehe hier so nach Jahreszeit, nach Jahreszeit, nach Jahreszeit, weil ich glaube, sonst ist es zu Dings. Und ich muss ja auch nicht alles vollstempeln. Ich kann ja auch einfach mit Farben nochmal im Hintergrund einfach ein bisschen malen, dass die Seite halt schön voll und bunt wird. Und ja, dann fange ich jetzt hier einfach mal an. Die Blümchen bleiben natürlich weiß. Jetzt nehme ich mir hier mal so ein Apfelgrün, finde ich, glaube ich, ganz schön, dieses ganz helle. Und jetzt gucke ich gerade mal, wo ich da habe ich ihn, einen davon zumindest, habe ich nämlich so lange jetzt nicht mehr benutzt, dass ich schon gar nicht mehr wusste, wo ich die eigentlich habe. Also ich wusste, dass sie da oben drin sind, aber so, ich guck mal, ob das hier funktioniert mit diesem Watercolor, weil das Papier ist ja jetzt nicht unbedingt für Watercolor gedacht. Das hätte sogar schon wieder weiß sein können, glaube ich, ne? Ist egal. So, das ist auf jeden Fall hier so ein grünes Blatt. Ruhig mal ein bisschen dunkler werden vom Grün her, und wenn es ein bisschen überschmattert, dann finde ich das auch überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, das soll hier alles nur so ein bisschen so angedeutet sein,
Das soll jetzt alles nicht perfekt sein. Weil ehrlich gesagt, erstens bin ich sowieso nicht perfekt und kriege die Sachen auch nie perfekt hin, also nicht so perfekt, wie ich sie gerne hätte. Und wenn ich jetzt versuche, das hier so perfekt zu machen, dann werde ich mich am Ende nur ärgern. Und dieses Teil soll mich ja inspirieren, ein bisschen mehr Struktur und ein bisschen mehr Planung überall reinzukommen. Und ja, es wäre ungünstig, wenn mir das jetzt keine Freude machen würde. Und deswegen, so, das waren eigentlich auch noch weiße Blüten, aber ist egal, ich weiß auch gar nicht genau. Ich müsste eigentlich mal gucken, ich gucke gerade mal hier oben, wie Schneeglöckchen eigentlich aussehen. Oh, ja, muss ich gerade mal meine Tastatur runterkramen. So, dann gucken wir einfach mal bei Google auf Bilder. Zack. Gut, dass es Google gibt, ne? Ja genau, die haben nämlich hier vorne drin, das ist auch immer grün. Ich war mir ziemlich sicher, dass die nicht nur alles weiß haben. Die haben hier vorne drin auch ein bisschen grün. Ja, gut, das war es dann aber, glaube ich, mit grün. Noch mal so ein bisschen rein, obwohl eigentlich wahrscheinlich gar kein Grün wäre, aber ist ja egal. So, so ungefähr erkennt man auf jeden Fall, was das sein soll. Mein Häschen werde ich mir, glaube ich, mache ich das in Wildleder, ich glaube, ich mache den eher in einem ganz hellen Braun, in so einem so Savannebraun. Und jetzt muss ich mal gucken, weil ich habe ja hier noch Grün jetzt an meinem Pinsel, das will ich mir hier am Rand ein bisschen abschmieren. Und dann hier den noch mal ein bisschen mehr zusammendrücken, dass ich hier mehr Braun habe. Jawohl. So, und dann mache ich hier mein Häschen nämlich einfach in so ein Braun. Ja, und auch hier, wie ihr seht, bin ich einfach unsauber. Gleich von vorne herein, da brauche ich mich nämlich später nicht ärgern. Ich glaube, ich habe jetzt hier auch ein bisschen viel Wasser auf diesem Wassertankpinsel. Ich versuche das mal ein bisschen abzubekommen wieder. Ja, es ist ja halt auch kein Papier für Aquarell oder um hier eben mit Wasserfarben zu malen. Dafür ist es ja eigentlich gar nicht gedacht. Ne? Ich weiß deswegen auch gar nicht, wie das am Ende funktioniert. Mal schauen. Ich mag es halt am liebsten mit Watercolor, deswegen verwende ich das jetzt auch, aber wie gesagt, eigentlich ist es, und es geht ja auch theoretisch nur darum, jetzt das hier alles schön voll zu malen, so dass man eben später die Dings nicht mehr sieht. So, ich brauche jetzt mal einen Zebra, dass ich hier den Pinsel mal ein bisschen abschmieren kann. Und dann werde ich hier jetzt so ein schönes Puderrosa nehmen. Zack. Na, komm raus. Und damit mache ich dann die Öhrchen und die Nase und das Herz. Einfach nur zweifarbig, das reicht ja völlig aus. Zack. So, die Nase mache ich vielleicht gleich noch ein bisschen dunkler. Da gehe ich mal hier direkt in das Kissen rein, um ein bisschen mehr Farbe zu bekommen. Ja, hilft nicht so ganz. Drücke ich noch mal drauf. Zur Not nehme ich einfach noch mal einen anderen Rosaton. Ja, wird schon ein bisschen besser. Ich glaube, ich nehme hier einfach noch mal ganz kurz dieses Flamingo-Rot so ein bisschen. Ja, das hat so ein ordentliches, knalliges Rot und da gehe ich genauso. Wunderbar. Okay, doch dreifarbig, aber das macht ja auch nichts. So, das sieht auch schick aus. Ja, jetzt muss ich mal gucken, hier habe ich ja so eine geschlossene Blüte. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil ich finde, dass das auch ganz gut passt. So eine Rose, die dann noch geschlossen ist, weil das hat man ja auch oft im Frühling, ne, dass man dann schon so ein paar Blümchen zwar hat, aber die sind dann eben noch
geschlossen und dann nehme ich jetzt hier auch so ein ganz dunkles Grün für diese Hose und dann gehe ich da einfach nur mit ein bisschen Rot da so ein bisschen rein. So, das war's schon. Und dann, wie gesagt, ein bisschen Rot und dann nehme ich hier ruhig das Glutrot, also so ein richtig krasses Rot. Und drücke da auch ruhig nochmal vorher drauf, dass es wirklich ordentlich Farbe auch abgibt. Und dann kann das ja hier von. So. Das soll wirklich richtig stark rot sein und dann nach oben hin. So, ja, das erkennt man glaube ich auch schon. Achso, hier unten habe ich das Blatt noch vergessen. Aber das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir hier auch wieder so ein dunkles Grün. Und zack, einmal das Blatt. Auch noch ein bisschen mit angemalt. So, und bei den Schmetterlingen kann ich ja jetzt gucken. Da kann ich ja jetzt ganz viele verschiedene Farben mir schnappen und kann die ja theoretisch alle so ein bisschen bunt malen und kriege dadurch auch ein bisschen Farbe rein. Aber ich will gar nicht zu viel Farbe. Es soll eigentlich alles so ein bisschen zart sein, weil das ist ja im Frühling alles noch nicht so krass von den Farben her. Das haben wir ja dann erst im Sommer. Im Frühling hat man ja tatsächlich wirklich viel eben dieses, diese blassen Farben. Und ja, in diesen blassen Farben möchte ich auch so ein bisschen bleiben eigentlich. Soll ein bisschen authentisch auch sein. So, mal gucken, ob ich die Schmetterlinge jetzt alle hier nur in diesem Farbton mache oder ob ich auch zwischendrin noch mal eine andere Farbe benutze. Mal schauen. Ich denke mal, ich werde auch andere Farben benutzen, aber ja, komm. Genau. Ja, und wie ihr seht, ich bin da überall relativ unsauber. Achso, das kann hier gleich wieder rein. Was nehme ich noch für eine Farbe? Hier so ein Babyblau vielleicht. Das ist ja auch so eine helle Farbe. Ja, das finde ich auch bei den neueren Stempelkissen, ist es ein bisschen schwieriger, die ineinander zu drücken. So, ja, das ist doch eine schöne Farbe, für den, die so ganz gut zu dem Frühling auch passt. Und hier geht es ja auch wirklich darum, die Schmetterlinge habe ich hier so dicht dran gesetzt, damit man die Zahl dann eben auch wirklich gut sieht. Dass da auch ganz klar ist, dass das eine 2 sein soll. So. Ja, überall hier so ein bisschen. Vielleicht mache ich auch echt gleich einfach nur mit so hellen Farben, dass ich so einen Verlauf quasi mache. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Dass ich hier jetzt zum Beispiel mit Himmelblau, glaube ich, wohl das finde, das sieht ein bisschen dunkler aus, das Himmelblau, als das Blau, was ich gerade hatte, also das vielleicht hier so ein bisschen so. Einfach nur so ganz schlicht, ganz matt, einfach nur so ein bisschen in den Hintergrund. Ach, hier drüben kann es schon ein bisschen dunkler werden. So. Ja, und dann mit anderen Farben noch mal so ein bisschen so einen Farbverlauf eben so ein bisschen kreieren. Mit dem Himmelblau, was ich gerade schon für die Schmetterlinge hatte. Bisschen mehr Wasser, ja. Und dann eben hier überall. Ah ja, doch, das ist doch dunkler als das, was ich so. Ja, das täuscht manchmal echt. So, und dann hat man hier quasi auch so ein bisschen wie so einen blauen, so einen Himmel. So, das reicht mir aber schon mit der Farbe jetzt. Dann
vielleicht ein bisschen grün, grün natürlich, gelb, von Ananas gelb. Wollte er hier jetzt nicht so richtig. Vom Grün darf es ja auch gerne mal so ein bisschen ins Gelb gehen. Ich mache das jetzt einfach so. Wie gesagt, ich möchte es wirklich einfach nur haben, damit man eben die Zahl am Ende gut erkennt, dass da überall ein bisschen mit Farbe rumgeschmiert ist. So, dann nehme ich hier ein bisschen Blütenrosa. Zack. Hier unten das Gelb noch mal ein bisschen. Ein bisschen Verlauf, und ich finde, bei dem Gelb und bei dem Blau ist irgendwie nicht so ein schöner Verlauf. Da mache ich noch mal ein bisschen mit dem Blau ein bisschen runter, so genau, dann verläuft das noch ein bisschen schöner. Ja, finde ich eigentlich ganz gut so für den Frühling. Und jetzt gehe ich hier noch mal mit dem Blau auf der Seite bei dem Häschen. Ja, hier nochmal so ein bisschen. Und dann ab da ist dann quasi so die Sommerzeit. Da kann es dann schön bunt werden. Mal gucken, was mir da so in die Hände fällt. Auf jeden Fall habe ich hier vorhin eine Sonne gesehen. Die will ich da auf jeden Fall reinmachen. Ja, mal gucken, hier auch so eine Sonnenblume wäre auch nicht schlecht für den Sommer. Erdbeeren gehen natürlich auch immer, also Sommer geht halt immer richtig viel. Hier habe ich so eine Herbstseite, das finde ich auch ganz schön. Hier habe ich eine Sonne, genau. Und da habe ich auch so einen Herbstbaum, wo nämlich die Blätter ab sind. Das finde ich für den Herbst total cool. Und die Sonne, die nehme ich jetzt auf jeden Fall, die packe ich hier in die Mitte rein. Und dann werde ich so richtig krass gelb. Mal gucken, vielleicht nehme ich so sogar das Mango-Gelb. Muss mal gucken, ob das geht mit der Sonne. So richtig krasse Sonne ist. Und dann, ja, die packe ich mir auf jeden Fall da erstmal in die Mitte. Zack. Ja, und jetzt habe ich hier dieses doofe Stempelkissen. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, egal. So, und die packe ich hier so ein bisschen oben hin. So, ja, sieht doch gut aus. Achso, ach, ja, ist egal. Ja, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass die Sonne ja komplett mit Farbe voll ist, mit Schwarz. Das macht aber nicht so. Das Ding muss man hier an die Seite. Und dann machen wir einfach ringsrum jetzt diese Sonnenstrahlen sozusagen. Ja, doch noch ein bisschen mehr Wasser, aber so. Und dann nach außen hin eben immer heller. So, und ich finde, das kann dann auch hier so ein bisschen rausscheinen noch. So. Kann die Sonne hier ihre Strahlen noch ein bisschen nach draußen verteilen. So, mal heller, mal dunkler. So. Ja, sehr schön. Haben wir die Sonne.
Ja, und wie gesagt, da kann ja jetzt wirklich ordentlich Farbe ins Spiel. Zum Beispiel hier habe ich dieses wunderschöne Sommerbeere. Die Farbe liebe ich. Und da kann man mal ordentlich Farbe ins Spiel bringen. Dunkle, kräftige Farben. Dann hier das Amethyst. Habe ich hier. Schönen lila Ton. Na komm, ja. Da habe ich es. Und viel finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn es nicht so schön verschwimmt und nicht so verläuft, sondern ruhig ein bisschen krasseren Unterschied hat. Guck mal mit dem Jade gleich noch vielleicht. Und das Rot will ich hier oben auch noch so ein bisschen, das Fußrot. Mal gucken, hier oben noch so ein bisschen. Aber ja, gut, das macht jetzt nicht so viel Unterschied von dem Sommerbeere. Aber so ein bisschen. So. Hier unten noch mal so ein bisschen rein. Jawohl. Und dann nehme ich hier mal das Jade. Na, komm. Ein richtig schönes Jadegrün. Grün darf ja im Sommer auch nicht fehlen, hat man ja auch genug. So. Okay, eine Farbe noch, vielleicht ein schönes Blau. Hier so ein Blueberry. Ach, das habe ich noch gar nicht benutzt, das Blueberry. Und jetzt ist mir hier auch noch ein Nagel abgerissen. Super. Okay. Einmal zusammengedrückt. Ach, ja, okay, da kam hier so gut wie gar nichts. Aber ihr seht ja, wenn ich da jetzt mit dem Pinsel dran gehe, wie das dann doch auf einmal Farbe abgibt. So. Ein bisschen verwischen. Ein bisschen so. Gut, ja. Und da kann ich ja trotzdem noch mal ein paar Stempel einbringen, weil irgendwie habe ich ja jetzt Sommer hier wirklich nur bunt und habe gar keine Stempel reingebracht. Fällt mir gerade auf. Dabei hatte ich für den Sommer so viele Stempel. Hier die Erdbeeren zum Beispiel fand ich ganz cool für den Sommer. Dann nehme ich hier einfach einmal diese eine große Erdbeere. Die kann ich ja hier oben vielleicht, oder wartet mal. Hier oben. Ich guck mal, ich glaube, das wird nicht passen, oder? Ja, doch, wenn es so ein bisschen darüber wandert, ist es ja auch nicht so schlimm. Und hier so ein bisschen noch rein. Finde ich gar nicht so schlimm. Aber ich guck noch mal, wenn ich hier von dem großen Stempel nur ein Stück nehme. Dann sieht es vielleicht ein bisschen besser aus. Zack, hier diese Erdbeere hier vielleicht. Ja, wenn ich nur die nehme, das sieht, glaube ich, schöner aus. Aber ich probiere es mal, ich mache es gleich mal hier nur drauf. So. Ja, jetzt ist die Frage, mache ich das jetzt wirklich in Schwarz? Ich glaube ja. Ich stempel ich jetzt mal in Schwarz. Da habe ich hier unten meinen Stempel schon wieder voll geschmiert. So. Ja, und dann gehe ich hier jetzt einfach oben in die Ecke rein und drücke hier die Erdbeere auf den bunten roten Hintergrund. Ja, cool. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und dann nehme ich mir nochmal dieses Jadegrün und male hier die Blätter einfach nochmal ein bisschen grün. Ganz cool. Und dann nehme ich hier das Kussrot. Zack. Aber ich glaube, nee. Stopp. Für die Erdbeere ist, glaube ich, Blutrot viel besser. Ach so, das ist jetzt wieder der alte Stempel. Genau. Das alte Stempelkissen. So. Und dann mache ich hier überall einfach nochmal so ein bisschen.
gehe ich einfach mal so ein bisschen mit dem Rot rein. Oh, das verläuft ja dann auch noch mal zu Orange und so. Ah, nein! Na, hier mache ich aber eine Schmadderei heute, ey. So, jetzt werde ich einmal kurz mein Spray nehmen, wo man die Farbe mit abmachen kann, die Stempelfarbe. Und mal meine Hände einmal kurz ein bisschen einsprühen und mit dem Tuch mal ein bisschen abwischen. So, geht natürlich nicht ganz ab auf die Art und Weise, aber zumindest das Gröbste. Ja, finde ich cool. Hat was. Ja, was passt denn jetzt noch so zu typisch Sommer? Gute Frage, aber ich gucke hier nochmal durch. Also ich habe hier einiges, was so typisch Sommer sein könnte, oder das meiste sogar. Bei dem Gelb könnte ich auch hier... Ja, es ist eigentlich eine Margerite, aber es könnte auch als Sonnenblume durchgehen. Und dann einfach nur wieder, wie ich es eben auch schon gemacht habe, mit dem Schwarz. Vielleicht sogar nur die Blüte, mal gucken. Und dann hier so, oder hier so, hier so. Ja, hier so. Cool, und die ist ja dann im Hintergrund schon gelb, also muss ich die auch gar nicht mehr groß anmalen. Ja, das war doch eine gute Idee. Zufallsprodukt, wie meistens beim Basteln, ne? Ja fast immer so, dass man so ein Zufallsding hat. So, ja, dann könnte ich hier vielleicht ein paar, ja, Schmetterlinge habe ich ja da schon so viele, aber vielleicht hier diese Libelle noch mal so ein paar Mal sie aufstempeln. So, die fliegt dann auch Richtung Frühling. So, und eine fliegt mal so Richtung Sommer. Richtung Herbst. Genau, nicht Richtung Sommer. Im Sommer sind wir ja gerade. So. Gut. Ja, so ein paar Libellchen finde ich auch immer ganz süß. Was gefällt mir denn hier noch? Reiten finde ich jetzt nicht so. Ich habe hier natürlich 10 Millionen Blumen. Ne? Das passt auch, hätte auch noch zum Frühling gepasst. Wir kleben zwei aneinander, aber ich habe hier solchen Klatschmohn. Also es sieht aus wie, ja, ist Klatschmohn. Das hätte auch noch ganz gut eigentlich zum Frühling so gepasst. Ne? Besser noch als das, finde ich. Weil das sind ja somit die ersten Blumen, die man sieht, oder ist das mehr im Sommer? Weiß ich gar nicht genau. Ist das mehr im Frühling oder mehr im Sommer? Klatschmohn. Ich glaube, später Frühling, so Anfang Sommer, ne? Naja, egal. Ja, was passt auch zum Sommer? Die Herzchen passen eher zum Frühling, weil da verlieben sich die Leute ja auch immer ganz gerne. Zweiter Frühling und so. Ja, hier sind auch wieder Margariten. Haben wir hier noch, hier ist ein bisschen Unterwasserkram, das ist nicht gut. Doch, Wasser passt eigentlich auch ganz gut zum Sommer, weil man ja schwimmen geht und so. Wo habe ich denn mal bloß, das müsste eigentlich hier mit drin sein, wo habe ich denn mal bloß den Stempel mit der Meerjungfrau? Gute Frage, der müsste eigentlich hier mit drin sein, der Stempel mit dieser Meerjungfrau. Ich habe den nirgendwo gesehen. Auch nicht, dass ich den irgendwo anders reingefahren hätte oder so. Also hier sind diese Pferde und Feen und weiß ich nicht. Eigentlich habe ich das ja auch immer so ein bisschen so im gleichen Thema, meine Stempel. Dann fängt er dann jetzt Weihnachtssachen an? Nee, irgendwie. Ich guck mal gerade. Ahnung, wo ich die gelassen habe, aber ist auch nicht so schlimm. Da unten, das passt auch ganz gut, dass es da unten ist. Mit dem Grün und dem Blau, da mache ich mal hier dieses lustige Seepferdchen hin.
und dann vielleicht so ein, zwei Luftblasen. So. Ja, cool. Und dann, das mache ich allerdings hier in diesem Blau, mache ich dann hier so eine Luftbläschen hin. Blub, blub, blub. Ja, cool. Ja, das gefällt mir schon mal ganz gut. Das ist ja auf jeden Fall schon mal so ein bisschen in die Richtung. So, Sommer würde ich fast sagen, ist schon genug drauf. Dadurch, dass ich ja hier überall mit dem Watercolor drum rumgepinselt habe, müsste man die Null gut sehen in dem Gelb. Ja, ich glaube, das reicht mir. Und dann fangen wir mit dem Herbst an. Ja, und Herbst, da finde ich diesen Baum hier total schön, das mache ich aber später. Und ja, Herbst hat halt Orange, ne? Muss ich jetzt mal gucken. Dann nehme ich hier Pfirsich und dann vielleicht hier so Grapefruit, das könnte auch noch so eine Herbstfarbe sein. Und was noch, was noch? Ja, Schokobraun vielleicht. Oder vielleicht eher Espresso. Ich guck mal, welche Farbe. Ich glaube, Espresso war dunkler als Schokobraun. Ja, ich finde so, das ist so eine Farbkombi, die passt schon ganz gut zum Herbst. Und ich glaube, da mache ich es auch wieder so, dass ich mir wieder hier so einen Hintergrund gestalte mit Farben einfach. So. Ja, und die Herbstfarben, die sind ja auch schon kräftig, aber werden schon langsam immer blasser. Und der Herbst ist ja auch sehr bunt, aber eben ja eher in den blasseren Farben oder ja, ja eben in den typischen Herbstfarben. Ich guck mal, wie ich das hier hinbekomme. Und dann hier auch wirklich so einen braunen Ton. So, und da müsste ich jetzt eigentlich mal gucken, so für so eine Kastanien oder so habe ich, glaube ich, hier gar nicht so Kastanienstempel oder so. Ja, das sind ja schon mal unter anderem so typische Herbstfarben. Achso, hier. Nicht schlimm. Ja, so ein bisschen grün ist aber auch immer noch im Herbst, aber eher so ein dunkles. Dann nehme ich mal hier so ein Waldmoos. Ein bisschen mehr Wasser. Für den Herbst möchte ich es schon ein bisschen verschwommener wieder haben. Sehr schön. Das wäre dann der Herbst. Jo, und bei dem Herbst, wie gesagt, da möchte ich auf jeden Fall hier diesen Baum haben, der dann hier auf dem Boden kommt. Und ich glaube, ich mache hier unten noch mal so ein richtig dunkles Braun hin. Mehr drücke. So. So, hat irgendwie nicht geholfen, aber ist egal. So, ja, genau. Super, das gefällt mir gut. Schön. So, und dann nehme ich den Baum und stempel mir den in Schwarz. Da so rein. Der Baum, der alle Blätter verloren hat.
Ja, sehr schön. Das ist jetzt auch gar nicht schlimm, dass der da so ein bisschen so verloren wirkt. Für den Sommer mache ich, glaube ich, auch noch mal hier von denen hier. Und zwar will ich hier nur diese Eistüte. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege, weil das ja ein Gummistempel ist. Ich möchte halt diesen Spruch nicht mit drauf haben. So, und die mache ich mal hier oben noch mit hin. Ja, vielleicht ein bisschen gerade so. Zack, okay. Habe ich nicht so ganz gerade gestempelt, aber es macht nichts. Sieht trotzdem ganz gut aus, finde ich. Und dann mache ich mal hier jetzt nur diese Ecke noch mal so ein bisschen. Ah, so ganz nicht, wie ich es mir vorgestellt habe, aber so ungefähr. Passt schon, man erkennt, dass es Eis sein soll, auf jeden Fall. Und was wollte ich davon noch nehmen? Ach so, ja, dieses Getränk. Dieses Getränk nehme ich hier jetzt noch. Und das packe ich, jetzt überlege ich, ob ich es hier hin packe. Oder ob ich es hier unten, aber ich glaube, ich packe es hier unten hin, so zu diesem Seepferdchen. Und das Vögelchen. Das Vögelchen fliegt zur Sonne. Ja, ob man das jetzt wirklich erkennt, dass das ein Vogel sein soll, hätte ich noch ein bisschen höher, aber ist alles kein Problem. Alles kein Problem. So. Ja, für den Herbst könnte ich jetzt hier so ein paar Blätter, dass die hier einfach so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Da brauche ich auch gar nicht den großen. So. Dann nehme ich jetzt hier einmal von denen hier oben. Da habe ich es jetzt ein bisschen leichter mit dem vorher aufbringen. So. Zack. Und dann, dass hier einfach immer so ein paar Blätter irgendwie so wild durch die Gegend fliegen. Na, das sind schon ein bisschen zu viele jetzt. Ach gut. Hat der Wind einmal kräftig nach oben gepustet und dann sind die Blätter halt alle nach oben geflogen. So, das sind mir schon fast zu viele hier, aber es ist okay noch. Es ist noch okay. So, was haben wir denn hier noch? Nee, das sind jetzt alles so Sachen, die eher nicht. Wobei, hier habe ich ja drei, sondern ja, das Blatt hätte ich nehmen sollen. Da hätte ich einzeln immer irgendwo hinstempeln können, aber es ist okay, es ist völlig okay. So, hier hätte ich mir noch, würde ich mir glaube ich noch ein Herz wünschen. Das mache ich auch gleich noch, oder? Ich nehme das hier mit Rot und dann versuche ich mal hier oben diesen Kreis und dann nehme ich hier auch wieder dieses Glutrot, weil im Frühling, ne, da verlieben sich ja auch immer viele und deswegen. Ja, diese vier hier oben, das ist glaube ich ganz cool. So. Zack. Jawohl. Sehr schön. Das finde ich gut. Okay. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das hier genau drin war. Das hier irgendwie herbsttechnisch, wo das jetzt drin war. Wie so ein großes Ding, das muss ja fast eine Seite alleine gehabt haben. Keine Ahnung. Ich pack das jetzt hier einfach mal mit rein. Ich habe es jetzt verblättert, wo es eigentlich drin war. Und das gehört auch eigentlich nicht zusammen, aber ist mir jetzt gerade mal egal. Ja, für den Herbst, der ist halt ziemlich trist, ne? Was bei dem Herbst noch ein bisschen mit rein könnte, ist Blau, weil es regnet ja auch relativ viel im Herbst. Das mache ich gleich nochmal. Ich mache da gleich nochmal Blau rein, aber ich weiß nicht, was für ein Blau. Mache ich so ein dunkles Blau oder eher ein helleres Blau? Ich glaube, ich mache oben. Ich nehme hier mal echt viel Wasser.
mach das dunkle Blau mal heller. Naja, okay, dann wird es auch mehr grün als blau. Aber so, also ganz bisschen nur, weil es ja auch viel regnet im Herbst meistens. So. Ja, und dann kommt der Winter. Ja, und der Winter ist ja eigentlich schwarz-weiß und mit viel. Ach, hier, guck mal, ob ich das hinkriege ohne diesen Spruch, ne? Doch, ich weiß, wie ich es hinkriege. Ich mache es mir jetzt da gar nicht so schwer. Und zwar nehme ich mir jetzt hier, ich muss mal gerade suchen, wo ich ein bisschen Washi-Tape habe. So, das hier dürfte perfekt dafür sein. Und dann nehme ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen Washi, klebt das hier über dieses Ding. Zack. Und hier auch. Zack. So. Das muss hoffentlich drauf kleben bleiben. Und dann nehme ich das hier. Und dann ist das so ein bisschen wirklich der Herbst, der ja immer eigentlich so ein bisschen macht, was er will. So wie auch der Frühling, ne? April, oder wie war das? April, der macht, was er will. Ach nee, Quatsch, ich brauche ja nur das jetzt hier abziehen, genau. Brauche hier gar nicht abtupfen. Na komm. Komm schon. So, fertig. Und schon habe ich es ja ohne Text. Und das bringe ich hier auch noch mit. Beim Herbst mit rein, genau, ein bisschen Sonne, aber auch ein bisschen Regen, so was eben so typisch Herbst ist. Perfektus. Zack, komm bitte wieder richtig rein. Dankeschön. Ja, sehr schön. Dann ist der Herbst auch nicht so leer. Ja, und der Winter, wie gesagt, der ist ja wirklich schwarz-weiß eigentlich. Und wir machen uns den ja immer nur bunt mit unseren Weihnachtssachen. Upsi. Hier ein paar Stücke rausgeplumpst. Das soll nicht passieren. Ja, und der Winter ist ja doch immer ein bisschen trostlos. Deswegen, ich habe hier hinten meine Weihnachtssachen. Weihnachtsmänner und Glocken und ja genau, das passt hier auch, so eine rote Schleife vielleicht und hier so ein Zweig mit Grün, ein Weihnachtsbaum. Ja, ich glaube, hier werde ich wirklich einfach jetzt nur stempeln, also da werde ich nicht wie bei den anderen Sachen malen oder vielleicht doch am Ende alles einfach in Grau. Gucke ich mal, ich weiß es noch nicht. Also hier werde ich jetzt erstmal so stempeln und zack, jawohl. Und hier werde ich mir jetzt mehrere Sachen aufstempeln und die werde ich dann am Ende noch mal ein bisschen einmalen, anmalen. Ich glaube, hier mache ich auch so einen fetten Weihnachtsbaum hin. So, und wenn der nicht so ganz perfekt gestempelt ist, ist das auch nicht so schlimm. Jawohl, super. Nach unten hin so ein bisschen matter, umso besser. So, die Schleife, die werde ich nachher rot ausmalen und ich glaube, die werde ich hier an die 19 mal so dran machen. Ja, geht einigermaßen, ist nicht ganz so, wie ich es mir dachte. Und dann dieser skifahrende Schneemann. Den bringe ich mir hier unten an. Zack, super. Und der darf ja dann auch ruhig in den Farben so ein bisschen bleiben. Ja, Geschenke gehören auch irgendwie immer zu Weihnachten dazu. Die dürfen ja auch irgendwo noch zum Weihnachtsbaum am besten. Mal gucken, hier vielleicht so. So. Supi.
Ja, und zu guter Letzt würde ich sagen, hier noch die Glocke, die ich dann in Gelb noch anmalen kann. Und so kriegen wir dann zu Weihnachten auch ein bisschen Farbe rein. Schwupp. So. Und den Rest werde ich, glaube ich, in Grau so ein bisschen anmalen. Ja, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das jetzt so schnell geht, dass ich da mich so schnell entscheiden kann bei Weihnachten. So, dann kann ich den schwarzen erstmal zumachen. Ja, ich sehe richtig gut aus, ne? Meine Finger sind sowas von eingesaut, aber das ist ja voll egal. So, und zwar wollte ich am besten hier so ein kräftiges Mango-Gelb. Ja. Nehme ich für die Glocke. So. So, für mich ist Weihnachten immer Gold und Rot, weil auch mein Weihnachtsbaum ist eigentlich jedes Jahr Gold und Rot geschmückt. Ich finde, das gehört irgendwie so. Weihnachten ist halt einfach Gold und Rot fertig. Ist für mich einfach so. Und deswegen werde ich hier auch so ein bisschen in den Farben bleiben. Und vom Wetter her ist es ja wirklich grau und matschig und eklig. Ja, und dabei werde ich dann auch bleiben. Obwohl, wartet mal, die Kugeln, mache ich die auch in Rot? Nee, ich mache hier diese Dinger hier, die mache ich hier in so einem Rot. Und die Kugeln mache ich dann wieder in Gold. Ja, so kommt hier wenigstens ein bisschen Farbe in den Winter. Und das sind ja auch so die typischen Farben, die die Leute, die Wintertypen sind, die können ja auch diese Farben so klassisch tragen, ne? Schwarz, weiß, rot, gold. So. Ja, und ich glaube, den Hintergrund werde ich jetzt wirklich dann mit Grau einfach nur ausfüllen. Die Kugeln da oben mache ich da nochmal rot oder was mache ich da? Hier muss ich auf jeden Fall mal grün, so ein dunkles, schönes dunkles Grün für den Tannenbaum. Um den Baum drumherum, im Baum drin. Alles so ein bisschen diesen Grünton. Ja, und da unten nehme ich jetzt auch mal dieses Kussrot für die Schleifen. Muss ja nicht immer das gleiche Rot sein, ne? Und Geschenke dürfen ja auch ein bisschen bunt sein, deswegen. Ja, und die Geschenke, die können ja ruhig in anderen Farben sein. Warum nicht? Na komm. Ja, wenn die neu sind, dann gehen die echt noch ein bisschen schwierig auf. So, hier. Ja, dann nehme ich immer Smaragdgrün. Noch einen anderen Farbton ein bisschen. Ach, da habe ich immer bei der Schleife rot vergessen, aber das macht ja nichts. So. So. Genau. Das Schleifen ist auch noch Farbe. Das Grün ist aber wieder hier rein. Okay, ja, supi. Bei dem hier unten, da überlege ich gerade noch.
was der für Farben bekommt. Der könnte ja auch theoretisch ein paar Farben, also die Schier, die mache ich erstmal ganz dunkel hier. Also Braun. Schwupp. Jawohl. Die Nase darf dann orange. Dann nehme ich mir das Pfirsich nochmal zur Hand. So. So, ich glaube, ich nehme mal hier Blutorange. Also Orangenfarben und so, das passt ja auch ganz gut zum Winter. Das habe ich noch gar nicht benutzt, das Stempelkissen, wie ihr seht. Und damit mache ich einmal hier die Mütze und den Schal so ein bisschen. Kommt das auch noch mal ein bisschen Farbe. Supi. So, und dann ja, nehme ich mir jetzt tatsächlich einfach so ein, ich glaube, ich nehme gerade mal für den Weihnachtsbaum, das sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber ich probiere mal so eine ganz kleine Ecke. Wenn ich das Melo-Rot nehme. Ja, genau, das ist nämlich so ein viel dunkleres Rot. Das andere, das sieht ja hier fast mehr pink aus. Das hat dann so ein richtiges Dunkelrot, Weinrot fast. Finde ich irgendwie besser da im Baum. So. Ja, finde ich irgendwie besser. So. Ja, und wie gesagt, den Hintergrund, den werde ich mir jetzt einfach grau gestalten. Dazu mache ich mir aber jetzt hier meinen Colorpinsel einmal ein bisschen sauber. Ja. Sprühe ich einmal mit dem Zeug hier ein bisschen drauf. So. Okay, und dann überlege ich gerade, nehme ich mir jetzt Schiefergrau oder nehme ich mir Granitgrau? Aber ich glaube, Schiefergrau ist ein bisschen heller. Ich guck mal. Gute Frage. Ich glaube, das ist heller als das. Ja. Dann fange ich eben mit dem an. Achso, siehst du, da muss ich auch nochmal mit ein bisschen Grün dann. So, komm, noch ein bisschen Wasser. Diese Pinsel hier, die hatte ich übrigens mal aus China. Der spezielle hier, der tropft zwar leider immer ein bisschen da, wo er gar nicht tropfen soll. Ist aber nicht so schlimm. So, und der Rest ist wirklich jetzt alles hier in so grau, grau, braun. Ja, also einfach nicht schöne Farben. Ja, ihr merkt schon, ich mag den Winter auch nicht besonders. Also ich mag den Winter schon, wenn wirklich vernünftig Schnee liegt und alles schön schwarz und weiß ist, also ne, wisst, wie ich das meine, alles schön draußen weiß ist und so, dann mag ich den Winter wirklich gerne. Obwohl ich jetzt nicht so Skifahrer bin oder so, aber ich mag trotzdem schon diese Winterlandschaft. Am liebsten, ehrlich gesagt, mag ich es am liebsten, wenn ich drinnen am Kamin sitze, am besten noch ein Eis esse und draußen schneit und ich muss nicht raus. Dann finde ich es noch am allerschönsten, also einfach beim Außenfenster gucken, sehen, wie schön es da draußen ist. So gefällt mir der Winter am besten. Aber auch mit Freunden oder so Schlitten fahren, habe ich auch nichts dagegen. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn ich warm genug eingepackt bin, rauszugehen in den Schnee. Aber es muss dann auch wirklich vernünftig Schnee sein. Also nicht irgendwie so matschig. Das mag ich überhaupt nicht. Ich glaube, das Thema hatte ich irgendwie schon mal letztens. So, okay, ja, ich könnte dann jetzt so langsam meine ganzen Farben alle mal wieder ein bisschen sortieren.
weiß nicht, wo mein Deckel abgeblieben ist, der wird sich hier auch irgendwo wieder anfinden. Ja, und jetzt können wir die Dinger hier abziehen und ich überlege gerade, ob ich mir erst die Hände wasche und dann abziehe oder abziehe und gucke, was passiert. Ich gucke einfach, was passiert. Und ich hoffe, 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 dass der Kleber sich gut ablöst. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Ja, bitte hier auch. Komm, bisher hat es so gut geklappt. Das wäre echt ärgerlich, wenn es bei der letzten Zahl irgendwie nicht mehr klappt oder so. So, ja, ich finde, man kann es ganz gut erkennen. Ich überlege mir vielleicht nochmal mit Schwarz einmal an den Rändern lang zu gehen, aber dann würde es schon wieder so ein bisschen diese Optik verlieren eigentlich, die ich gerne haben wollte. Und so verliert es das eigentlich nicht. Ja, ich finde es schön so. Ja, das ist meine erste Seite 2019, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja, und ich denke, das reicht für das Video heute auf jeden Fall. Und ich denke auch, ich werde ein bisschen selbst gestalten, ohne euch mitzunehmen. Und an anderen Tagen werde ich euch mitnehmen. Ja, das werde ich mal so und mal so machen. Da möchte ich mich noch gar nicht festlegen. Ja, die Sachen hier, die hebe ich mir auf, die Zahlen, wenn das andere Art Journal Book kommt, dann werde ich die vielleicht wiederverwenden, weil wie gesagt, das eine werde ich wahrscheinlich als so privates für mich nehmen. Ich habe meinen Deckel gefunden. Und das andere halt für YouTube und meine Ziele bei YouTube und eben auch die Sachen, die ich auch öffentlich zeigen möchte. Und das andere werde ich, glaube ich, nehmen für private Sachen, die ich eben nicht so jedem zeigen möchte und die dann eben wirklich privater Natur sind. Aber so ganz genau weiß ich es noch nicht, deswegen lege ich mich nicht fest. Vielleicht nehme ich das dann auch für private Sachen, weil ich hier schön rumschmattern kann, ohne dass ich traurig sein muss, weil das jetzt ein teures Heft war. Das weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich will mich nicht festlegen, weil ich kenne mich auch. Ich weiß auch, dass ich bei solchen Sachen immer nicht so standfest bin. Also wahrscheinlich werdet ihr mich erinnern müssen, was ist denn mit deinem Art Journal, beziehungsweise mit deinem Booklet, oder wie das heißt. Und ja, dass ich da dann auch dranbleibe. Dürft ihr mir gerne ein bisschen helfen. Okay, ihr Lieben, dann sage ich erstmal Tschüss für heute und ich werde erstmal hier mein Chaos beseitigen. Ciao.